Herzlich willkommen bei Captain Cell und nächsten Runde Borderlands The Pre-Sequel mit Rodanos und Borade. Wir gehen jetzt Forschungsstation. Das ist aber falsch. Hyperion Herz des Heldentums? Das ist doch jetzt. Das sind wir doch jetzt. Wir müssen noch zur Forschungsstation. Ja. Ist das hier richtig? Ich glaube, müssen wir hier lang zur Forschungsstation? Scheint so. Vorne sind doch die Dinger. Bin noch raus. Ah, okay, alles klar. Dann los. Alle zu, bis mal. Ja, aber das ist gar nicht mehr so lange aufhalten. Hier gibt's jetzt nichts mehr so Interessantes. Über das Gute können wir bei Gelegenheit nochmal machen. Alle zu, nicht da lang. Ja, dann lauf du gerade zu. Links hat ganz sauber. Doch, passt das nicht besser. Passiert. Jetzt hätten wir mal gucken müssen, eine Kombination zwischen dem, was deine Fähigkeit und meine Fähigkeit mir schnell schießt, wie schnell wir dann schießen. Ja, stimmt. Das müssen wir mal, muss ich mal bei Gelegenheit ausprobieren. Da müssten wir ja fast so richtig krass abgehen. Mhm. Eigentlich ja. So, ich geh jetzt zu den Vorstationen und teleportiere uns jetzt. Okay. Forschung. Vielleicht hast du zu viel Spaß an sowas, Nisha. Oh, so schon. Du musst in eins der Biolabore. Dort wirst du das Auge rekonstruieren und dann führen wir einen Tester mit euch, okay? Das klappt schon. Ich weiß es. Bessere Ware findest du nirgendwo. Dafür habe ich gesorgt. Ein hervorragender Tag für den Kapitalismus. Empfiehlst deinen Freunden Markus Munition. So, wir müssen jetzt hier rechts lang und dann da lang. Und dann ach, relativ weit müssen wir laufen. So, dann führen wir mal die Brocken jetzt zusammen hier. Bin ich jetzt hier richtig abgebogen? Ja. Ich muss was nachgucken. Gerade einen Scheißraketenwerfer aufgehoben. Da steht aber, verbraucht weniger Munition, wenn man schießt. Also. Okay, die verbrauchen wirklich weniger Munition. So ein Halb oder was? Nee, also, man kann irgendwie 3 bis 4 Mal schießen, bevor eine bevor ein Schuss abgezogen wird. Noch Möglichkeit, Munition mehr zu generieren, aber dann hätte ich nicht so. Wohl Raketenwerfer regeneriert man nicht. Stimmt. So, auf zum Biolabor, Jungs. Jo. Nein. Gut, such dir jetzt eine Petrischale oder sowas und setz die Stücke des Auges wieder zusammen. Ah ja, ihr, die von Biologie so viel Ahnung haben. Ja. Schweiße sie mit einer Energienaht zusammen. Da kommt was auf dich zu!
zusammengeflickt. Setze es auf die Vorrichtung, damit wir es übers Testgelände jagen können. Fast geschafft. Jetzt schieß mit einer Laserknarre drauf. Wenn du eine Laserwaffe brauchst, da sollte irgendwo eine sein. Diese Wissenschaftler müssen ihre Geschöpfe wesentlich öfter umbringen, als du denkst. Die Laser. Krass. Uranus. Ja. Hilfe. Ja, er sieht schlecht aus. Ach man, Uranus. Seid ihr denn? Ach da. Jetzt zu spät. Mich kann er noch retten. Hat mich jetzt gekostet 2987. Ist ja auch nicht. So, Jacks Büro müssten wir theoretisch. Adam von Helios, drittes Untergeschoss. Ich weiß nicht, was ist. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zum Mond. Mhm. Hey, ich mag diese Transfusionsgranate irgendwie. Man heilt sich damit immer. Hm. Du hast einen unheimlichen Blick in den Augen, Mädchen. Willkommen, nicht dich heilen. Gut, macht Spaß. Mhm. So, ich drück jetzt drauf, Jungs. Ja, okay. Ich tu dir keinen Zwang. Mal wieder auf den Mond. Zurück auf den Mond. Endlich. Ja, vernünftig springen, ja. Waffen, Waffen, Waffen! Oh, ich kann uns einen Stingray holen. Ich kaufe immer Waffen an, die du nicht mehr brauchst. Du kannst stets auf die Waffe an deiner Seite vertrauen. Oh, sieh zu! An. Drück drauf! Hallo, mach, 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 mach! Weeeee! Bam! Ach Mist, wie drückt man nochmal hier die Fähigkeit F oder was? F. Okay. F, ja. Ich wäre fast abgestürzt. Hm. Weil ich stürze ja so selten ab, aber. So, wo muss er hin? Da ist ja noch eine Mission zum Triggern. Ah, mal, ich geh nochmal zurück da. Jo. Wenn wir schon mal hier sind, können wir die auch. Ja, ich bin gerade bei der Absturzstelle. So, wo muss ich jetzt drauf klicken? Okay. So, ich nehme mal an, ja? Sei so gut. Nein! Und hilf mir, ja? Ich hab doch gerade gesagt, ich bin bei der Absturzstelle. Absturzstelle. Munition, ey. Hallo, ja, du, genau du. Guck, hier ist ganz lustig, ja. Ich weiß gerade nichts Besseres zu tun zu haben. Jetzt habe ich nicht gehört, was Jack dazu gesagt hat, zu dem, was mit dem Mond gewesen ist. Das ist blöd. Jetzt weiß ich nicht, das können wir leider nicht nochmal hören, glaube ich. Das ist schade jetzt. Wieso? Ja, weil ich jetzt gerade die Abschlussstelle gefunden habe, so wie ich das gesagt hatte. Und du hast dann die neue Mission direkt angenommen. Muss mal ein bisschen zuhören. Muss mal habe ein bisschen ich überhaupt nicht angenommen. Wie bitte? Die ist hier noch. Ich habe noch nichts angenommen. Den habe ich ja gefragt, ob ich annehmen soll. Aber warum hat der dann gequasselt mit dem Mondtypen? Komisch. Wurscht! Alter, was willst du? Hier ist gerade ein Badass-Vieh. So, jetzt egal, jetzt kannst du es meinetwegen auch annehmen. Das ist vollkommen wurscht. Mach.
Naja, er könnte herkommen. Sieht ganz lustig aus hier. Jetzt mal, dass wir es gleich hier machen müssen, oder? Cool, jetzt Mondstein. Sammle mal ein. Deswegen war ich von nach Rodanos. Was heißt zu Rodanos? Rodanos, Entschuldigung. So groß wie ein Planet. Das. Ich hab gerade einen richtig coolen Jump hingekriegt. Hm? Jawohl! Scheint gerade nichts Besseres zu tun zu haben! Krass, hier startet, die sind auch ohne in der Klammer und ich muss gerade was einsammeln. Oh, ich habe eine Kiste gefunden. Raketenwerfer. Nein, ich habe mein eines Fahrzeug kaputt gemacht. Ah, super. Ich habe einen Bug verursacht. Tja, wie lange weit bist du da weg? Hier gibt's was für die Gesundheit! Ich finde cool, dass die Gegner auch von den Dings eingefroren werden, von den Pilzen, wenn sie vorbeilaufen. Ja. Dass das nicht nur eine spielereinseitige Sache ist. Was zur Hölle ist los mit dir? Sag, hast du einen Moment Zeit? Ich bin Captain Chef und habe gerade diesen Mond entdeckt. Ich muss unbedingt Anspruch darauf erheben, bevor es ein anderer tut. Ich habe die Flagge dabei. König Greg mag es, wenn man eine Flagge hisst. Aber das Protokoll verlangt, dass ich währenddessen stillstehe und salutiere. Leider kann ich nicht zwei Dinge zugleich tun. Wenn du sie also für mich aus meinem Koffer holst und hisst, während ich mich hier hinstelle, schwupp, ist hier alles Eigentum von König Greg. Wenn es weiter nicht ist. Sehr schön. Da ist der Flaggenmast. Hisse an ihm die Flagge vom guten alten König Greg. Der Fahnenmast ist gleich dort drüben. Ich muss dich warnen. Diese einheimischen Ausländer nehmen oft Anstoß daran, wenn man Orte entdeckt, an denen sie bereits wohnen. Einheimischen Ausländer. Nicht, dass Schlammsaufen mein tolles Leben wäre, was? Wer kennt sie nicht? Ein Glück für sie, dass ich gekommen bin. Hiss die Flagge für König Greg. Hurra! Wieso kann ich nicht kopieren? Keine Ahnung. Da! Ich muss so stehen bleiben, bis sie ganz oben ist. Ach du Scheiße, du bleibst stehen. Falls in der Zwischenzeit irgendwelche Eingeborenen kommen... Och nö, nicht dieser Arsch schon wieder, verpiss dich, das ist unser Felsen! Ja, damit habe ich gerechnet. Verdient sie auf, bis die Flagge ganz gehisst ist. Falls das der Fall ist, kann ich aufhören zum Salutieren und greife in den Kampf ein. Was sagst du da? Das verflixte Ding hängt fest. Sei so gut, du ziehst dich mal durch, ja? Ich versuche, meinen Salut zu schaffen, aber mein Arm tut so weh. Ich weiß nicht, ob dich das durchhalte. Hey! So, hau weg den da. Großer Gott, das war knapp! Fast wie bei der großen Salutierkatastrophe von 42! Und der Teufel! Sie hängt wieder fest! Würdest du mir noch ein letztes Mal die Ehre erweisen?
gut gemacht. Bitte entferne das Hilfsobjekt. Hilfsobjekt, den Besen. Gott sei Dank! Endlich kann ich meinen Arm runternehmen. Hiermit erkläre ich diesen Ort zum Besitztum von König Hip Hip! Hurra! Hip Hip! Hurra! Hip Hip! Abgeben ist auch noch. Hä, warum kann man nicht kopieren? Weiß ich auch nicht. Gib mal ab, Bruder. Warte mal kurz. Steig mal kurz ab. Du kannst da gleich wieder drauf. Ich will nur kurz ausprobieren. Ja! Gleich nachdem du aufgestiegen bist. Nein, nein, ich will nur gucken, ob man es dann kopieren kann. Einmal schnell abgeben, bitte. Muss ich jetzt kopieren? Ja, nö. Komm hier. Du kannst nicht kopieren. Du hast ja eine ganz schöne Schweinerei angerichtet. Aber keine Sorge, sowas löst sich meist von ganz allein in Wohlgefallen auf. Nun, ich darf ich nicht zögern, es warten noch viele andere unentdeckte Orte auf mich. Goodbye. Fliegt er jetzt los? Meinst du? Ich will jetzt wissen, ob es noch abhebt, das wäre irgendwie cool. Ja! Richtung Pandora. Ich weiß nicht, warum es geht, um den Kopieren nicht kopieren können. Ah. Hier vorne war ja gleich. Naja. Hier gibt's Muscheln. Hier hinten gibt's Verkaufsautomat. Ja. Hier muss man nach Muscheln einfach rein. So, kommst du mit deinem Arm nicht runter oder was? Nee, weil hier gerade die Gegner sind. Nee, ich lass dich. Wie ist das mit dem Mann, der Sie heute sind? Wer ist Wilhelm der Enforcer? Was treibt ihn an? Was hat er für Vorlieben und Abneigungen? Bitte geben Sie eine Antwort, in der das Wort kämpfen nicht vorkommt. Ich mag Steak und Roboter. So einen Echo müssen wir noch finden. Da ist noch ein Echo. Also so eine Zeitverschwendung habe ich selten erlebt. Was macht Sie aus, Wilhelm? Was erwarten Sie vom Leben? Ich bin echt gut im Leute platt machen. Ich will ein Roboter sein. Echt schräg. Habt ihr jetzt auch gekriegt, oder? Ja. Ja. So, dann lass uns mal weiter zur Hauptmission fahren. Okay. Haben wir keine Nebenmission mehr? Ja, aber die müssen auch triggern. Das ist gerade alles so einfach. Okay. Was ist denn das da oben? So, ich fahr jetzt mal weiter zur Mission. Auf und davon. Mondstein! Nun. Sobald die erstmal eingefroren sind, ist das keine Chance mehr.
Nee. Mondstein. Könnte ich mal noch ein Level aufsteigen, dann habe ich alles geskillt. Mal ein paar EP machen. Wir sind mal ganz falsch, wir müssen hinten lang, okay? Ach, Autos. Ja! Das greift mich hier an, krass. Wolf, kümmere dich mal. Wieso kommt das jedes Mal hier? Ja, weil ich hier mal angefangen bin. Wenn du hier an den Dings ranfährst, dann kommt der immer raus. Hier eigentlich noch. Moment, ja. Ich mach das. Oh, ne. Da müssen wir jetzt sogar hin, oder? Ja. Hi, Servus. Bist du? Oh, scheiße hier. Kann ich schon wieder ein Eis kacken? So, liebe Leute, das war's wieder mit Captain Sailor und Borderlands und Pre-Sequel. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn das heißt, wir zocken das gemeinsam und erledigen die Drecksarbeit für Jack im Endeffekt. Also, haut da rein, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss.